Willkommen zu unserem Modul 2 von Phonetica Online. Das Kreuz mit dem R. Warum fällt es im Italienischen so auf? Warum sprechen Italiener ein so auffallendes R auch in anderen Sprachen? Nun, lesen Sie einmal ganz langsam und laut folgenden Satz. Noch einmal bitte. Noch einmal. Wie viele R haben Sie gehört? Keines? Richtig. Und nun zählen Sie, wie viele korrekterweise nicht gesprochen wurden. Ja, es waren 10. Gestern hat er mir wieder mehrmals erklärt, wer seiner Meinung nach zu vergessen ist. Kein einziges R zu hören, aber 10 werden geschrieben. Ein Italiener spricht alle 10. Weil er in seiner Sprache jedes R sprechen muss, das er sieht. Und jedes R sollte apikal gesprochen werden, als Zungenspitzen-R. Da Sie sich für dieses Modul entschieden haben, nehme ich an, Sie sprechen noch nicht in allen Umgebungen ein Zungenspitzen-R. Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie ein solches überhaupt lernen sollen, wodurch auch viele Italiener ein sogenanntes R moscia, also ein uvulares R, sprechen. Ganz einfach, wegen der vielen hässlichen Folgefehler, die sich durch das uvulare R ergeben. In Lautverbindungen wie forse, borsa, persona, arrivederci, sentirò, mangerò, tendieren Österreicher dazu, den Vokal vor dem uvular gesprochenen R aufzureißen. Analog zu deutschen Lautverbindungen wie Porsche, Morsch, Ferse, Pervers, Tirol und Verloren. Er sagt also nicht Forse, sondern Forse. Statt Borsa ein Borsa, statt Persona, Persona. Und statt arrivederci, arrivederci. Aus sentirò und mangerò wird meistens ein sentirò und mangerò. Wenn das dann so ein österreichisch gefärbtes arrivederci amore, tesore mio, kauerle und ähnliches klingt, wollen wir uns kein zweites Mal anhören. Wir bleiben also bei forse, borsa, persona, arrivederci, sentirò, mangerò, arrivederci amore, tesoro mio, caorle. Weiters ist das R in jeder Verbindung und Position auszusprechen, auch am Ende eines Wortes. Bar, per lui, per poter fare. Nicht wie im Deutschen, wo wir gewohnt sind, die Endungs R elegant wegzulassen bzw. sie als Schwa-Laut zu sprechen. Der Vater, der Kinder wegen und ähnliches. Sie sehen also, dass Sie viele Fehler automatisch eliminieren, sobald Sie sich auf ein Zungenspitzen-R einlassen. Eine erprobte Methode, ein Zungenspitzen-R sprechen zu lernen, ist folgende. Konzentrieren Sie sich darauf, ein ganz weiches, stimmhaftes D zu sprechen. Bilden Sie also mit der Zungenspitze am Ansatz der oberen Schneidezähne an den Alveolen einen Verschluss und sprengen Sie diesen zu einem nachfolgenden I, D. Sie sprechen also ein sehr weiches Di, 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 Di. Tippen nur ganz kurz die Zungenspitze an die Alveolen,
diesen Rücken hinter den oberen Schneidezähnen. Sprechen Sie nun diese Lautfolge immer wieder, erst langsam, dann immer schneller. Achtung, das D muss stimmhaft und nur leicht angetippt sein. Wählen Sie einen Rhythmus für diese Lautfolge, zum Beispiel di. Auch mit anderen Rhythmen können Sie üben. Möglichst schnell hintereinander artikulieren. Als krönenden Abschluss singen Sie den Radetzky-Marsch mit diesem Text. Und so weiter bis zum Ende. Wenn Sie das auch aufnehmen, werden Sie beim Anhören merken, dass Sie bereits einige Zungenspitzen R artikuliert haben, ohne daran zu denken. Die Artikulationsstelle des D und des R sind ident. In beiden Fällen legen Sie die Zungenspitze an die Alveolen. Für das D sprengen Sie den Verschluss, für das R im Prinzip auch, nur muss das so schnell geschehen, dass die Zungenspitze flattert.